Hallo! Herzlich willkommen zurück zu unserem Let's Play mit Entwicklerkommentaren zu Memoria. Ja, für uns wird das jetzt ein großes Déjà-vu-Gefühl geben, weil wir diese Episode schon mal aufgenommen haben. Zumindest glauben wir das. Ja, es gab technische Probleme, wie es so schön heißt, und deswegen zeichnen wir jetzt nochmal auf. Genau, das heißt, es kann durchaus vorkommen, dass wir davon ausgehen, Dinge gesagt zu haben, die wir nie in euren Augen gesagt haben. Oder dass wir Sachen sagen, die wir schon in Episode 1 gesagt haben, aber dachten, wir hätten sie in Episode 2 im ersten Run gesagt. Und so rüberkommt, als würden wir die Sachen mehrfach sagen und vergessen haben, was wir sie schon mal gesagt haben. Das glauben wir aber nicht, weil wir sind ja perfekt unterwegs eigentlich. Bis genau. Auf den kleinen technischen Fehler, den ich auf meine Kappe nehmen muss. Das hilft nichts. Genau, und an dieser Stelle der Deal mit Hans war, dass er diesen technischen Fehler zugibt, wenn ich zugebe, dass das Spiel zwischendurch auch mal abgestürzt ist und wir das rausgeschnitten haben. So, guter Deal. So, willkommen zurück. Wir sind jetzt hier. Ich habe keine Ahnung, was ich euch schon darüber erzählt habe, über diese Szene. Ich glaube, du hast erst die Personen beschrieben, die da stehen. Okay, genau. Das sind hier diese ganz sehr klassischen Rollenspielcharaktere. Ich wollte dieses Spiel sehr stereotyp beginnen. Hatte ich das in Episode 1 erzählt? Nein. Okay, sehr gut. Ich wollte sehr, sehr mit diesen ganzen Stereotypen anfangen. Und mit der, ich sag's jetzt mal ein bisschen provokant, mit einer sehr generischen, klischeehaften Szene beginnen. Oh, Sadia ist ein bisschen gelangweilt, wenn ich das jetzt so sage. Und zwar mit einem Dungeon, und es geht um eine Heldengruppe, die in einen Dungeon reingehen, so richtig, richtig Oldschool-Rollenspiel. Und es gibt einen Krieger, es gibt einen Magier, die heißen sogar Krieger und Magier, und es gibt Rachwan. Und es gibt mysteriöse andere Dinge hier, die wir noch nicht näher kennen. Das ist doch auch ein ganz klassischer Kevin Menz-Einstieg, oder? Also das, die Action ist eigentlich schon gelaufen. Ja. Genau, du kennst mich, Hans. Tatsächlich, ich habe in meinen Jugendjahren ja mit dem RPG-Maker auch immer ein Spiel gemacht. Und das war genauso, dass die Story begann, nachdem die typische Story geendet hat. Und das ist jetzt quasi das Ende einer sehr oldschooligen Fantasy-Geschichte. Aber ihr merkt schon, ich laufe hier gerade rum, weil ich gerade so spielerisch hibbelig werde, weil ich die ganze Zeit nur rede und euch nicht zeige. Wir gehen jetzt mal ein bisschen weiter. Seid ihr lebensmüde? Ihr habt gesehen, was da draußen für Kreaturen herumlaufen. Das interessiert sie nicht wirklich. Wenn so die Prinzessinnen in diesem Land sind, dann möchte ich nicht die Könige erleben. Keine Sorge, das werdet ihr nicht. Dem letzten Kalifen von Fasar wurde vor 5 Monaten bei lebendigem Leibe die Haut abgezogen. War er ein Tyrann? Ja, wie alle Herrscher in dieser Stadt. Außerdem... Was? Habt ihr die Tätowierung auf ihrem Arm gesehen? Ich glaube, es ist das Zeichen Malakars. Sie ist eine direkte Nachfahrin. Wir haben die Ur-Ur-Urenkelin eines verdammten Magier-Mogul-Monsters in dessen Grabkammer mitgenommen? Seid ihr noch bei Trost? Sie ist ein guter Mensch. Vertraut mir, wir werden sie bald brauchen. Ja, Magier-Mogul-Monster, du fragst dich jetzt bestimmt, Hans, ob ich Alliterationen sehr gerne mag. Ob du ein alliterationsaffiner Autor bist, ja. Nee, eigentlich nicht. Es ist da nur passiert. So. Gut, wir sind hier jetzt in dieser Höhle, 500 Jahre nach, bevor Geron, 450 Jahre bevor Geron überhaupt Nuri... Das Abbild des Magier-Moguls, der vor tausenden von Jahren hier herrschte und nun hier begraben liegt. Er sieht aus wie ein riesiger Zwerg. Na, wer wird dich hier unten sehen? Wer wird dich anbeten? Dir huldigen? Sehr bald werde ich tausendfach größer sein, als du es jemals warst. Und anders als du werde ich nicht in einem finsteren Loch enden. An dieser Stelle nochmal massive Spoilerwarnungen. Wir hatten ja letztes Mal schon gesagt, dass wir davon ausgehen, dass ihr dieses Spiel schon gespielt habt, wenn ihr das hier guckt. Weil hier könnten wir theoretisch, ich frage dich, Hans, ob wir das machen sollen, nochmal auf die ganzen Foreshadowing-Sachen eingehen. Weil so ziemlich jeder Hotspot, alles, was ich hier mache, wenn ich das Spiel schon mal gespielt habe, es deutet auf Dinge hin, die noch passieren werden. Wie dieses, ich werde nicht in einem dunklen Loch landen. Und es gibt viele Anspielungen auf diesen Prinzen, der später auftaucht. Und überhaupt, wer Sadia wirklich ist. Ja, sehr gerne. Ja? Okay.
Achso, hier gibt es noch ein bisschen Vorgeschichte. Die sind ja hier reingekommen in diesen Dungeons, haben wir in dieser Cutscene gesehen. Und hat noch einen mehr im Team. Es würde zu lange dauern, ihn runterzuholen. Die Zeit rennt uns davon. So, wenn ich ihn jetzt hier angucke. Aufgespießt mit seiner eigenen Fackel. Was für ein unwürdiger Tod. Haben wahrscheinlich auch die wenigsten Leute gemerkt, dass wenn ich ihn das erste Mal angucke, sie sehr auf ihre Art recht mitleidend ist. Wenn ich nun hier runtergehe zu diesem Seil und das ansehe. Das ist unser Weg hierher und unser Weg zurück. Unser Seil. Wenn wir die Wächter von der anderen Seite nur schon bemerkt hätten. Jetzt hör dich nur an, wie jämmerlich du doch bist. Harun musste sterben. Wir müssen alle bereit sein zu sterben. Das ist der Tribut, den wir zollen müssen, um größer zu werden als unser armseliges Dasein. Und tatsächlich ist ab dieser Interaktion, wo sie sich so zusammenreißt und sagt, ich muss noch härter und noch fieser werden, sind die Reaktionstexte auch anders. Das heißt, wenn ich jetzt zu ihm hingehe... Er ist heldenhaft gestorben. Wird das jetzt durch die Linse des Heldenhaftseins gesehen und davor hatte sie einfach Mitleid mit ihm. Das heißt, die Texte ändern sich auch dadurch, wenn ich andere Informationen gelernt habe. Das ist hochspannend, aber du hast ja beim Schreiben dann wahrscheinlich auch schon gedacht, einer von 10 Spielern kriegt das vielleicht mit. Ich glaube, das hat keiner jemals mitbekommen. Aber das ist halt so eine Stelle, da schreibst du einen Text hierfür und dann schreibst du den zweiten Text und dann fällt dir auf, Mist, was passiert denn, wenn die Spieler zuerst auf den mit dem Hotspot interagieren und dann mit dem, dann in der Reihenfolge macht es ja gar keinen Sinn mehr. Erst sagt sie, ich muss so richtig hart sein und danach hat sie Mitleid. Deswegen habe ich dann eine Variante davon geschrieben. Ah. Willst du noch die Tasche aufschlitzen, oder? Ja, natürlich. So. Das weiß ich jetzt übrigens auch nur, weil wir das schon mal gemacht haben. Ja, es ist... Bei der nächsten Episode wird alles super frisch sein, sowohl für euch als auch für uns. Und ich habe das Spiel auch so lange schon nicht mehr gespielt, dass wahrscheinlich alles total neu sich anfühlen wird für mich. Wenn die Texte sehen und denken so, was? So, wir haben ja oben diese Tasche aufgeschlitzt und hier diese Gegenstände nun mit... gefunden. Fand ich auch sehr schön, dass es auch mit sehr so klassischen Gegenständen anfängt. Es gibt halt so einen Verband, eine Pferdebürste, ja, und Alkohol. Und gerade der Verband und der Alkohol sind Gegenstände, die schleppe ich das ganze Spiel mit mir rum bis zum Schluss und da ganz am Schluss werden sie erst nochmal relevant. Das ist etwas, woran ich weiß nicht mehr, in irgendeinem Space Quest war das. Das war das Space Quest mit dem Frame-by-Frame-Animation, das nicht mehr so pixelig war. Das ist der Space Quest. Spinal Frontier hieß das. Ah. Oder der Originaltitel war irgendwas Where in Carmen Santiago is Roger Wilco, hieß das, glaube ich. Mussten sie aber umändern. Und jedenfalls, da findet man am Anfang einen Fisch. Und diesen Fisch bekommt man und das ganze Spiel über wird einem dieser Fisch immer nachgeschmissen, obwohl man ihn nie braucht. Man flieht aus so einem Raumflughafen und dann tauchen so Sturmtruppen auf, die auf dich schießen und einer sagt, hey, du hast deinen Fisch vergessen und schmeißt den Fisch hinterher. Und ganz am Schluss, das ist das letzte Objekt, was du brauchst, um dieses Spiel zu beenden. Da hast du noch so einen gammeligen Fisch im Inventar, der das ganze Spiel über nur am Modern war. Ja, das ist so ähnlich, nur nicht ganz so lustig. Kam die Idee daher? Nee, tatsächlich, ich hatte diese Objekte hier relativ früh. Ich wollte einfach sehr klassische so Inventarobjekte haben. Und ich wusste noch gar nicht, wie die Szene später aussehen würde. Das ist die Szene in der Gorischen Wüste, Spoiler. Da hatte ich noch ganz andere Pläne dafür. Und es hat sich dann einfach so ergeben, dass da dann Alkohol und Verband perfekt gepasst haben. Ja, und dann habe ich gedacht, so, oh, perfekt, ich muss dafür sorgen, dass Alkohol und Verband das ganze Spiel über dabei sind. Was ich gerne sonst noch gemacht hätte, ist, dass man es immer wieder benutzen muss. Dass du immer mehr Verband verbrauchst und immer mehr Alkohol und ganz am Schluss, wenn es drauf ankommt, hast du keins mehr. Ja. So, ich glaube, wir haben in Episode 1 nicht mit denen gesprochen, ne? Warum hatte ich das Volk der Verkiner verstoßen? Geht dich nichts an. Stimmt, deine Vergangenheit ist ganz allein dein Problem. Hauptsache, du führst uns bald sicher durch die Berge zum Heer. Hauptsache, ich bekomme bald mein Geld. Ja, Profi. So. Magier? Prinzessin?
So, wir können hier uns nochmal schön, ganz klassischer Expositionsdialog, ich kann nochmal alle Hintergrundinformationen mir holen und mich nochmal schön in die Situation rein vertiefen. Worum geht's? Woher kommen wir? Was ist noch alles los in dieser Welt? Wie sehen die nächsten Schritte aus? Wir dringen in die Grabkammer des Moguls ein und stehlen die Maske von Malakka. Dann bringen wir sie über die Gipfel des Raschtulswalds zum Heiligen Heer, bevor es in die Schlacht ausläuft. Und dort triumphieren wir oder gehen elendig unter. Die Zukunft dieser Welt liegt in unseren Händen. Du warst bei den Sprachaufnahmen auch dabei, oder? Ja. Wie viele Versuche braucht man für Raschtulswald? Oh, wunderschön, dass du das sagst. Ich wollte es gerade selbst schon sagen, dass dieser Satz, gerade das hört man ja auch ein bisschen, sehr schwer war. Es gibt später, wenn wir wieder bei Geron sind und Fahi, gibt es einen Satz, der war so schwer hinzukriegen, weil jedes dritte Wort war irgendwas Aventurisches. Und es war ein endloser Satz, der nicht aufhört. Ja. Aber da hast du ja keinen Einfluss drauf als Autor, wie lange die Sätze sind da. Warst du ja. Ja, das ist meistens Projektmanagement, das sagt, die Sätze sind zu kurz. Menschen, Leser mögen lange komplizierte Sätze, sonst langweilen sie sich und dann muss ich das halt umsetzen. Ja. Ihr seid euch sicher, dass hinter dieser Mauer die Maske wartet? Ja, ganz sicher. Niemand weiß, woher der Mogul Malakka die Maske hatte oder ob er sie gar selbst erschuf. Aber er war so besessen von ihr und ihrer Macht, dass er sie am Ende mit in sein Grab nahm. Es heißt weiter, dass es ihm Zeit seines Lebens nie geglückt sei, ihre wahre Macht zu wecken. Was macht sie? Es heißt, dass der Träger der Maske jede verlorene Schlacht, überhaupt jede Niederlage und jeden Verlust in einen ewigen Sieg verwandeln kann. Was hat das zu bedeuten? Aber ihr wisst, dass er ihr Labs ja alle gespielt. Wie konnte es nur so weit kommen? Eine Invasion des Bösen in unserer Zeit? Dunkle Zeiten gibt es immer wieder, Prinzessin. Aber was genau dazu geführt hat, spielt keine Rolle mehr. Wichtig ist nur, dass wir bereit sind zu kämpfen. Die größten Helden unserer Zeit haben sich zusammengefunden, um die Entscheidungsschlacht in der gorischen Wüste zu schlagen. Und auf ewig in die Geschichte einzugehen. Wenn wir gewinnen. Hier an dieser Stelle, in der früheren Fassung, das spielt ja unter Fasar. Mhm. In der früheren Fasung sollte man eigentlich noch oben in Fasar Sachen erleben. Da gab es diese Grabkammer noch gar nicht so in dieser Fassung. Und da hatte ich mir das immer so vorgestellt, dass es halt Fasar so ein bisschen ist wie Casablanca, in den Film von Casablanca. Schwarz-weiß. Und mit coolen Sprüchen. Nee, das nehme ich, es gibt diese große Schlacht, die sich da anbahnt in der gorischen Wüste. Und in, was wollte ich sagen, Casablanca, in Fasar sind die Agenten von beiden Seiten, die quasi versuchen, Leute zu rekrutieren und Flüchtlinge rauszuschaffen und zu manipulieren und alles Mögliche zu machen. Das musste aus Zeitgründen dann leider gekürzt werden, aber das wäre richtig cool gewesen. Dann wäre man bei Nacht durch so Basare gelaufen und alle wären Agenten von Borbarat oder von Rohai gewesen. Man hätte dann irgendwie versuchen müssen, rauszufinden. Aber in der Fassung war Sadia auch noch eine echte Prinzessin. Spoiler! So. Ich glaube, du musst es nicht mehr ansagen, die Spoiler. Das war der Spoiler, aber auch eh zu spät. Wie tief sind wir? Das wissen nur die Götter. Fasar wurde Schicht um Schicht auf den Ruinen alter Dynastien erbaut. Darunter liegen Gewölbe, so alt wie das Land selbst. Diese Grabkammer zum Beispiel wurde vor 2 Jahrtausenden vom letzten lebenden Magier-Mogul Malakka errichtet. Es heißt, er war ein Großmeister der Elementar- und Transformationsmagie. Mit einem bloßen Schnippen bog er Erz und Erde nach seinem Willen. Diese Hallen waren sein größtes und letztes Werk. So. Habt ihr nicht langsam genug gequatscht? Er hat recht. Wir müssen weitermachen. Ihr habt keine weiteren Fragen? Nö. So, erstmal weiter im Text. Was war hier nochmal die Situation? Ach genau, dieses Tor ist, er sucht ja den magischen Mechanismus, mit dem er dann diesen Schlüssel einsetzen kann. Hatte ich mal eine Review im Internet, eine User-Review gelesen, wo sich jemand darüber aufgeregt hat, dass dieses Rätsel ja überhaupt mit nichts, das ist einfach nur ein Rätsel, des Rätsels willen da. Und tatsächlich ist es aber auch so ein kleiner Moment. Tretet beiseite. Berührt auf keinen Fall die Tür. Gut, dann müsst ihr das machen. Was soll das? Es gibt keinen verborgenen Mechanismus. Die Tür ist einfach nur verdreckt. Bürstet sie ab und ihr findet euer Schloss. Hm?
trete zurück. Die sechs Beine öffnen die sechs Riegel. Bei allen zwölf Göttern. Es läuft ja hervorragend. Entspann dich. Ich weiß, du willst nur helfen, aber ich schaff das schon allein. Wir müssen es kleben. Also hier ist der Witz, dass das erzählt eben auch einiges über Sadia. Nämlich, diese Tür ist im... Das Problem ist kein magisches Problem. Das Problem ist ein sehr, sehr banales Problem. Sie ist einfach nur dreckig. Und Sadia, die sehr pragmatisch veranlagt ist, weil sie auch quasi ein sehr pragmatisches Leben führen musste und eigentlich gar nicht so viel mit Magie zu tun hatte, sieht einfach ganz klar, wie die Sachen sind. Während der Magier, der halt irgendwie aus so einem akademischen Kosmos herauskommt und alles intellektuell wahrnimmt und interpretiert, gleich denkt, es muss kompliziert sein. Und ähnlich ist es dann später auch mit Sadia. Also man geht ja ständig davon aus, dass sie irgendwie diese tolle Prinzessin ist, die unglaublich gebildet ist oder was auch immer man mit Prinzessin alles assoziiert. Aber in dem Fall ist es auch total banal. Sie ist einfach ein Straßenkind. Und das ist, das schwingt hier sehr subtil mit, aber es ist mit drin. So, wir müssen es kleben. Hier könnte man den gleichen Vorwurf machen, oh, ist die Tür immer noch nicht auf, wieder ein Rätsel, nur damit wir Rätsel haben. Aber das ist jetzt natürlich da, damit wir diese Mechanik lernen, wie diese Käferbeine funktionieren. Jetzt ist die Klinge klebrig. Dass der letzte Riegel erst aufgeht, wenn auch das letzte Bein dran ist. Dass es nochmal so betont wird. Das heißt, ich habe jetzt die Aufgabe in diesen Schlüssel. Hier, kleb damit das Bein. Ein Messer zu geben. Es ist soweit. Seht ihr die leuchtende Inschrift, Alric? Ur-Tulamidia ist eine tote Sprache, die nur noch von wenigen gesprochen wird. Von noch weniger, seit die geistigen Führer dieser Stadt zusammen mit ihrem Kalifen hingerichtet wurden. Man muss gebildet sein, um diese Schrift zu lesen. Gebildet wie ein Kind aus gutem Hause. Gebildet wie die letzte Prinzessin von Fasar. Allein darum haben wir euch mitgenommen. Nun sagt mir, was ist die Antwort des Rätsels auf der Kammer? Die Götter stehen mir bei. Was? Was liest ihr? Das kann ich euch nicht verraten. Es würde zu viel verändern. Dafür haben wir sie mitgenommen? Ich verstehe das nicht. Prinzessin? Prinzessin! Wo seid ihr? Bei den Zwölfen ist das dunkel. Ich bin hier drüben. Ah! Oh! Passt beim Verlassen auf den Käferschlüssel auf. Er liegt mit der Tür auf dem Boden. Wenn ihr zerbricht, sind wir hier eingesperrt. Was ist das für ein Geruch? Alric! Kommt nicht rein! Hier ist Gas in der Luft! Leuchtet mit der Fackel vorsichtig durch die Tür, aber bleibt draußen! Und keine Zauber! Fremde Astralenergie könnte eine Falle in diesem Raum auslösen. Seid vorsichtig, wo ihr hintretet, Prinzessin. Schwierig ohne Licht. Wenn ihr einen Weg wisst, wie man ohne Feuer und ohne Magie Licht macht, dann sagt es. So, hier zwei Sachen. Das eine, die Szene davor, in der Sadia eben diese Schrift sieht. Da habe ich sehr, sehr lange dran gefeilt. Jetzt nicht textmäßig, sondern von der Inszenierung, weil das so ein Moment sein musste, der sollte hervorstechen. Man sollte sich später noch daran erinnern, dass da irgendwas Merkwürdiges passiert ist. Und in den ersten Fassungen war es immer so, ja, die Schrift taucht auf, sie reden so ein bisschen, es ist ein bisschen mysteriös und sie geht rein. Und es war so, okay, komisch, aber man vergisst es sehr schnell. Bis ich dann ganz viel mit Timings gearbeitet habe, wie sehr lange ich die Pausen setzen muss und dann die Musik ausgefadet habe. Dass dieser Moment kommt, in dem sie hochguckt, die Musik verschwindet und nur noch die Atmo im Hintergrund, also dieses, was wir jetzt auch hören, dieses dronende im Hintergrund, dass noch das zu hören ist, um einfach zu unterstreichen, dass hier was Wichtiges passiert.
Und das, ja, Stille ist eine sehr, sehr effektive Form von Musik in der Hinsicht. Also man kann gute Effekte setzen, wenn man gut mit Stille umgeht. So, das andere ist, und das ist fast ein bisschen peinlich, wenn man das jetzt hier vorher vorhebt, diese ganze Szene hier mit der Dunkelheit und dieser etwas künstlichen Konstruktion, dass da Gas angeblich drin ist und so Kram, ist ja nur dafür da, um ganz viele Animationen zu kaschieren, die wir einfach nicht produzieren konnten. Wir konnten nicht produzieren, wie jetzt die ganze Gruppe da reingeht und sich umguckt und schaut, was da so los ist. Deswegen haben wir alles einfach schwarz gemacht, den Magier reingeschickt, während Sadia drin ist. Also Sadia geht in einen dunklen Raum, der Magier macht sich Sorgen und rennt hinterher, bevor er überhaupt darauf wartet, dass jemand mit der Fackel hinterherkommt, was ziemlich dumm ist. Und dann, bevor der Typ in der Fackel reinkommen kann, heißt es, nein, hier ist Gas drin, wir dürfen auf keinen Fall hier drin Licht machen. Was auch eigentlich ziemlich dumm ist. Aber das ist natürlich diese Konstruktion, mit der wir jetzt keine dieser Animationen zeigen mussten. Und ich habe bis jetzt noch in keiner Review oder User-Review gelesen, dass sich jemand darüber beschwert hat. Obwohl, ja. Tut mir leid, wenn ich das jetzt so offen zugegeben habe. Ich finde das super. So, wir sind jetzt hier drin, wir müssen Licht machen. Hier ist diese Silberschale. Es ist immer so schön, wenn so Adventure-Charaktere so riesige Objekte mitnehmen. Da gab es in New Beginning ja auch diesen Gag mit, du hast ja New Beginning gespielt, ja. Dass man steht da vor diesem riesigen Algen-Container, so ein, der ist halb so groß wie Bent. Und Ben soll das mitnehmen. Man spielt Ben Spencer, ein Wissenschaftler, der eben diese Algen produziert hat. Und dann habe ich einfach einen Gag draus gemacht, weil ich auch gedacht habe, das ist so absurd, dass dieser Typ das alleine tragen kann. Und wenn man es mitnimmt, dann sagt Faye, die Begleiterin von Ben, in dem Moment so, oh Mann, es sieht schwer aus, brauchst du Hilfe? Und er sagt, nö, geht schon, beugt sich runter und das Ding ist weg. So, hier ist ein Stäbchen. Und eine Räucherschale. Ich habe mir die Hand aufgerissen. Der Haken ist bereits voll mit meinem Blut. Okay, die Line ist ein Bug. Hätte erst später kommen sollen. Die letzte. Ach, das wäre niemandem aufgefallen, glaube ich, wenn du das jetzt nicht... Ich bin zu ehrlich. Wir hatten ja mal darüber gesprochen, dass ich nicht nur Spoilerwarnungen, sondern auch Ehrlichkeits- und Desillusionierungswarnungen rausgebe. Dass ich so offen über dieses Spiel spreche, dass die Leute am Ende denken, das ganze Spiel war nur ein Unfall, der aus Versehen passiert ist. Es ist eigentlich ungeschriebenes Adventure-Gesetz, dass spiegelnde Flächen prinzipiell dreckig sein müssen. Weiß ich nicht. Es ist einfach nur, weil das so einer der ersten Momente im Spiel ist, wo man viele Objekte miteinander kombiniert, dass da ich tatsächlich, okay, ich gebe es zu, ein kleines Füller-Rätsel reingebaut habe, nämlich man muss die spiegelnde Fläche sauber machen. Was aber meiner Meinung nach nicht so schlimm ist, wie ein Angelrätsel zu bauen, indem man eine Angel bauen muss, um irgendwas aus einem Tümpel zu fischen oder aus einem Brunnen. Das sollte reichen. Bei denen. Ist sie das? Ja. Ja, das ist sie. Die Maske von Malakar. Damit werden wir die Schlacht gegen die Dämonen ein für alle Mal schlagen. Ayal, ein Wächter! Bewacht die Tür! Wenn der Käferschlüssel beschädigt wird, sind wir hier eingesperrt. Na los, Yalla. Töte mich. Mein Leben ist ohnehin nicht viel wert. Schwächling. Ich glaube, du willst mich was fragen. Weil ich so erwartungsvoll mit dem Artbook hier rede. Ja. Wir haben ja gerade schon die Maske gesehen. Die hat ja eine sehr große Veränderung noch durchgemacht. Also wir sehen hier eine andere Version. Die blende ich jetzt hier im Video mal noch ein. Die hier, nicht? Die ganz rechts, ne? Ja. Da waren die Augen noch komplett verdeckt. Wie kam es zu dem Redesign? Also die gesamte Geschichte von dieser Maske ist eine lange. Ursprünglich war es sowas wie so eine Büchse, wie so Pandoras Büchse. Also so eine Kiste, wo Sachen drin sind, die aber man nicht öffnen kann. Ah. Daraus wurde dann die Maske, weil ich die Maske cooler fand. Das Spiel, weil es in dem Spiel viel um Vergessen und so Sachen ging,
war der Arbeitstitel, der zweite Arbeitstitel dieses Spiels war Iribas Hand, weil ich dachte, Satinavs Ketten, Iribas Hand. Das ist ja irgendwie, es klingt ja ähnlich. Und Iribas Hand hat halt viel mit Vergessen zu tun. Sein Zauber, der mit Vergessen zusammenhängt. Und deswegen war die Maske dann für mich, wurde dann aus dieser Maske quasi sowas Iribas Handmäßiges. Deswegen kam dieses Handdesign zustande. Da habe ich gesagt, hey, machen wir doch was mit einer Hand. Dann irgendeine Hand, die einem so die Augen zuhält. Es war einfach nur eine coole Idee, dachte ich. Erst später ist mir aufgegangen, dass sie einfach perfekt funktioniert. Diese Metapher, dass wenn man sich von der Vergangenheit nicht richtig verabschiedet, also dieses Extrem, man ist so mit der Vergangenheit beschäftigt, dass man die Zukunft nicht sieht. Und das ist quasi eine Hand, das ist jemand, der hinter dir steht. Das ist die Vergangenheit, der dir die Augen zuhält von hinten. Und du deswegen nicht nach vorne gucken kannst. Verstehst eine der du? Ideen, die von Anfang an richtig war, ohne dass man wusste, das war so ein Ding, ja genau, das Design war da und erst als ich darüber nachgedacht habe, habe ich festgestellt, dass dieses Design perfekt passt. Und das ist eins von diesen, was ich gerade meinte, das ist eins von diesen glücklichen Zufällen, wo man dann denkt, eigentlich habe ich dieses Spiel nicht geschrieben, sondern es war irgendwas anderes, esoterisch-kosmisches, was irgendwie so mich einfach nur als Marionette benutzt und sagt, hey, so eine Hand auf den Augen. Das ist eine coole Idee. Du weißt es nur noch nicht, aber mach's einfach und denk später dann irgendwann drüber nach. Und dann funktioniert es halt plötzlich. Jedenfalls, und dann gab es halt diese Designs und dann haben wir einfach darauf iteriert und gesagt, nee, das sieht blöd aus, das sieht blöd aus, das sieht blöd aus. Und irgendwann war unter den Vorschlägen war dann das, wie es jetzt tatsächlich aussieht. Dann bring uns doch mal aus dem dunklen Raum raus. Ja, jetzt sind übrigens alle tot, ne? Habt ihr mitgekriegt. So. Auch alle im Off gestorben, ohne dass wir es zeigen mussten. Ist das nicht elegant gelöst? Absolut. Ja. So. Und aber hier, ohne die gefürchtete Schwarzblende. Es war ja trotzdem, es war ja nochmal hell zwischendrin. Ja. Als der Wächter reinkam. Ja, der Wächter war hell, seine Augen waren hell. Stimmt, und es leuchtet kurz auf. Genau. Dieser Feuerball. Ja. Genau. Aber sonst war alles andere war Schwarzblende. Aber es soll Titel geben, die machen einfach nur schwarz. Wir und nennen dann, jetzt sicher keine Namen. Und auf einmal ist der ganze Raum anders. Genau, oder ja. Die Charaktere weg. Also, ne? Genau. Ja, wie gesagt, elegant hier gelöst. Absolut, ja. Trotzdem noch mehr schwarz als in der Schwarzblende. So, hier ist dieser Stab. Den kann ich mir jetzt angucken. Ein Zauberstab. So. Was ist das? Blut? Rauch? Der Stab? Was hat das zu bedeuten? Kenner des Spiels merken, das ist ein Zauber, den wir später auch beherrschen. Dieser Visionsschickzauber, wo ich drei Objekte schicken kann. Das heißt, der Stab kann hier genau das, was ich später auch mit ihm machen kann. Stark. Und in Gerons Zeit ist auch alles, was der Stab mit den anderen Leuten macht, wie diese Vision, der schickt ja immer diese Rückblenden, also in Gerons Kopf. Es ist der gleiche Zauber, nur dass er weiterentwickelt wurde. Ah. Ja. Der kann tatsächlich nur die paar Zauber. Aber die richtig gut. So, Blut. Da kann ich natürlich auch nochmal aus der Adventure-Geschichte greifen. Hier hat sie sich ja vorhin geschnitten, was sich jetzt als sehr glücklicher Zufall herausstellt, weil ich jetzt die Aktion benutze, Verband mit blutiger Haken machen kann, um an mein eigenes Blut ranzukommen. Der Verband ist jetzt voller Blut. Das ging nur so, weil Sadia ja nie ein Hotspot ist. Das heißt, ich kann ja nicht irgendwie zum Beispiel benutze Messer mit Sadia, benutze Verband mit Sadia, um an mein Blut ranzukommen. Das heißt, ich musste irgendwie einen Umweg finden, wie ich an Sadias Blut rankomme, über die Interface-Möglichkeiten, die wir haben. Und da bringe ich als Beispiel immer gerne Monkey Island 2 ins Spiel. In der Bar kann man sich ja mehrere Cocktails dort kaufen. Und es gibt in diesem Spiel ganz viele Verben, aber es gibt kein Trinken-Verb. Das heißt, wenn ich diesen Cocktail im Inventar habe, kann ich nicht sagen, trinke Cocktail und use Cocktail, benutze Cocktail. Das klingt sprachlich furchtbar. Deswegen haben sie es, also meiner Meinung nach haben sie es so gelöst, dass wenn man sich das Objekt im Inventar anguckt, die Cocktailgläser sind so zersprungen oben und so scherbig und scharf, dass man die nur angucken muss, um zu verstehen, dass man die nicht
einfach trinken kann, sondern dass man den Strohhalm damit benutzen muss. Benutze Strohhalm mit Cocktails ist sprachlich ein einwandfreier Satz und die einzige Möglichkeit, in Monkey Island 2 einen Cocktail zu trinken, weil das Interface nichts anderes erlaubt. Wirft jetzt aber die Frage auf, warum gibt es denn keinen Sadia-Hotspot? Weil wir die Erfahrung gemacht haben, dass es ziemlich nerven kann, wenn hier dieser mobile Hotspot in der Gegend rumläuft. Hier zum Beispiel das Beispiel. Ja gut, das ist jetzt kein gutes Beispiel, weil hier überall Dunkelheit ist. Aber sagen wir mal, ich würde jetzt hier nach hinten gehen wollen. Ich will hier hinterlaufen und dauernd ist mir Sadia im Weg. Und statt auf die hintere Wand zu klicken, was jetzt funktioniert hat, hätte ich die ganze Zeit auf Sadia geklickt. Das heißt, sie ist mir im Weg. Hier ist nichts. Nirgends. Nicht mal ein Sadia-Hotspot. Und seit der Angreifer auf den Käfer trat, ist der Ausgang fest verschlossen. Ich würde sagen, im nächsten Teil bringst du den Raum in Ordnung. Und wir schauen uns nochmal den Stab näher an. Einer deiner Lieblingscharaktere, oder? Wir werden sehen. Bis dann.